Hallo und herzlich willkommen zur allerersten Folge FIFA 18 mit und von Zalando 7 Games. Wie ihr sehen könnt im Hintergrund, FIFA 18, die Demo jedenfalls, ist schon draußen. Und von der Demo werden wir jetzt hier ein Gameplay machen und schauen uns dann ganz genau an, wie dieses Spiel ist und was es für Neuerungen gibt und ob es besser klappt oder schlechter. Los geht's! So, jetzt hat er eine 1 oben dran, das heißt, das ist der erste Wechsel, den ich haben will, Draxler für Di Maria. Und die Mannschaft lassen wir erstmal so und steigen dann direkt ins Spiel ein. So, los geht's hier mit Paris Saint-Germain gegen Bayern München im Santiago Bernabeu. Das Stadion habe ich gar nicht eingestellt, aber wir spielen hier im Santiago Bernabeu. Thiago Silva ist zu sehen als El Capitano hier von Paris. Natürlich direkt erstmal 4 Kameramänner hier mit auf dem Feld. Unter anderem sind auch, glaube ich, die Zuschauer ein bisschen neu animiert worden. Vor allem gibt es jetzt wohl auch bei Toten, dass die Zuschauer in den Unterrang, sage ich mal, reinlaufen oder reinspringen und sich freuen. Mal schauen, vielleicht wird uns das ja auffallen. Ribéry ist auch dabei auf den Seiten von Bayern München. Und da haben wir jetzt die Aufstellung. Unai Emery ist der Manager oder Trainer und hier die Aufstellung mit den Trikots. Sieht ganz nice aus. Neymar auch mit dabei. Tattoos sind auch dabei. Auch sehr nice gemacht. Und von der Grafik her das gewohnte Bild, sage ich mal, von FIFA. Also schon ein bisschen besser, aber jetzt auch nicht dermaßen überragend. Freistoß wird ausgeführt mit einer Person. Das ist auch neu im Gameplay. Und mal schauen, was wir hier noch reißen können. Schicken wir mal hier Ferrati rein, er kommt aber nicht an den Ball. So, schöner Pass hier auf Neymar. Kann natürlich seine Geschwindigkeit mitnehmen auf Cavani, aber der Schuss wird abgeblockt. Hätte ich vielleicht noch ein Stückchen nach unten passen sollen. So, die erste Ecke für uns. Wir probieren es mal auf dem kurzen Pfosten auf Cavani. Ob die Ecken immer noch so OP sind. Cavani, ja. Also, vom Stil her schon ähnlich zu FIFA 17, so wie es aussah. Komm, schick Neymar da. Schön. Bam! Nummer 1 von Neymar. Und wir sind hier wahrscheinlich im Bayern-Block, deswegen rasten die Zuschauer nicht aus. Aber wir feiern uns trotzdem. Schön gespielt hier nach oben auf Neymar, der sich freiläuft. Und draufgeknallt das Ding. Sehr nice. Und oben wieder auf Neymar. Schön. Ah. Und es gibt den Elfmeter. Also das haben sie auch noch nicht so hinbekommen. Kleinste Berührung vom Torwart am Spieler. Und rote Karte für Neuer. Oh je. Goodbye, mein Freund. Goodbye. Neymar, bleib locker. Alles gut. Wir haben Elfmeter. Ah, dann macht er den Berber-Spin. Bleibt hängen an Neuer. Kann man schon geben, den Elfmeter. Kann man geben. Sven Ulreich kommt für Thiago ins Spiel. Wir haben den ersten Elfmeter. Der hat sich auch geändert, denn es ist nicht mehr so, dass man nach vorne drücken muss, um zu schießen, sondern man kann schon vorher sozusagen die Richtung auswählen und dann mit Kreis schießen. Wir werden das jetzt gleich sehen. Man kann immer noch auch vorher den Spieler zur Seite bewegen mit dem rechten Analogstick, so wie wir das hier machen. Dann kann man die Schussrichtung auswählen und mit Kreis auswählen, wie fest man schießt. Zudem kann man dann noch mit L2 entweder langsamer laufen oder mit R2 schneller laufen. Wir machen es einfach mal hier mit L2 und laufen langsam und dann R2 ganz schnell und zack, der Ball ist drin. Guter Cavani. 2-0. Jawohl, mein Lieblingsjubel gibt es immer noch. Sehr schön. Aber die zeigen es nicht von der Vorderkamera, sondern nur von oben. Das ist jetzt gerade eben auch schon passiert, dass die den Spielern nicht vom Nahen gezeigt haben beim Jubeln. Aber mit 2-0 gehen wir hier ins Spiel wieder rein. So, mit einem 2-0 gehen wir in die Pause. Und bislang läuft das eigentlich ganz gut für uns. Spielphysik ist schon sehr deutlich langsamer, aber das Fazit gibt es dann am Ende des Spiels. Und spielen den Ball auf Neymar. Der macht einen schönen Berber-Spin und Matuidi macht ihn aber nicht rein. Was mir unter anderem aufgefallen ist, dass Grätschen wieder effektiver sind.
man hier sehen kann. Und es wird nicht mehr so schnell abgepfiffen. Das war eigentlich eine sehr, sehr gute Grätsche, die gezeigt hat, dass es sich geändert hat, weil bei FIFA 17 ist dann oft, wenn der Spieler dann einfach noch über den liegenden Spieler fällt, gibt es dann meistens noch den Freistoß. Da haben wir auch etwas gesehen, das Abschirmen ist, glaube ich, nicht mehr so effektiv wie vielleicht noch bei FIFA 17. Dafür sind Ballrollen vor allem effektiver. Vor allem kann man jetzt Ballrollen auch schneller hintereinander machen als bei FIFA 17. Jetzt mal hier oben mit Matuidi. Ballrolle, Ballrolle, Ballrolle. Das geht alles ganz fix und dann der Fehlpass. Sehr schön. Boah. Aber da sieht man auch, der Computer ist wirklich stärker geworden. Wir machen hier mal die Auswechslung mit R2 und OK. Also die Computer sind deutlich stärker geworden hier. Wunderbare Kombination. Zack, zack, zack. Da läuft der Ball. Und schon war der James Rodriguez hier frei und konnte den Anschlusstreffer machen. Wie man sehen kann, Computer haben einen sehr guten Überblick. Aber ich glaube, war das ein Schuss oder sollte das ein Pass werden? Auf jeden Fall war es das 2-2 schon hier. Ich glaube, ich sollte mich mal wieder ein bisschen mehr konzentrieren und weniger hier rumexperimentieren. Dann machen wir jetzt mal einen kurzen Pass. Gehen hier zurück. Ja, das ist schon ganz geklappt. Aber machen wir. Wow, Fallrückzieher! Ja, das ist Thiago Silva. Und noch zum Abschluss hier in der Ecke. Nicht, dass wir hier noch das Spiel verlieren. Kann doch nicht sein. Oh, der ist da ganz frei. Der geht rein. 3-2. Oh Mann. Oh Mann. Was für ein erstes Spiel. Eieiei. Eine 2-0-Führung und ein Mann mehr geben wir hier weg. Lewandowski hier frei steht. Abseits! Auch eine neue Kameraführung hier. Aber für mich war das ganz klar abseits. So. So, damit ist das Spiel zu Ende. Wir haben es leider 3-2 verloren. Ja, anscheinend wird FIFA 18 nicht mein Spiel. So. Jetzt einmal das Fazit des Spiels. Wie ihr sehen konntet, es hat sich einiges geändert. Ich habe im Spiel schon ein paar Sachen erwähnt. Zum einen hat sich das Dribbling ein bisschen verändert. Die Tricks sind auch ein bisschen anders. Der Übersteiger bzw. die Ballrolle. Dann der Berberspin ist, manchmal habe ich gemerkt, fliegt der Ball deutlich weiter weg vom Fuß, als es jedenfalls bei FIFA 17 der Fall war. Passstaffetten sind hier immens wichtig. Die Verteidigung ist schwieriger geworden. Also das ist nicht mehr so einfach mit Abschirmen und das Timing ist natürlich auch Gefühlssache. Man muss das wieder in das Timing reinkommen, wann man Kreis drücken kann, also wann man attackieren kann, auf den Ball gehen kann. Was positiver, Grätschen sind, glaube ich, wieder ein bisschen effektiver geworden. Vor allem sind die nicht so Harakiri, dass die da einfach reingrätschen, sondern mit Gefühl und auch versuchen dann vor dem Ball zu kommen, ohne den Spieler zu faulen, was wirklich besser ist. Der Elfmeter, den wir bekommen haben, hat man auch gesehen, Elfmeter hat sich auch geändert. Also es sind viele Kleinigkeiten dazu gekommen. Das Spiel insgesamt ist ein bisschen langsamer geworden. Kommt direkt am Anfang, vor allem wenn man vorher noch FIFA 17, also vor ein paar Wochen oder Tagen noch gezockt hat, kommt es einem sehr, sehr träge vor. Ist im Prinzip aber nicht so schlecht, weil es sozusagen den Highspeed-Fußball ein bisschen wegnimmt, um wirklich mehr wieder die Entscheidungen in den Vordergrund kommen. Das heißt, man hat ein kleines bisschen mehr Zeit, sich zu überlegen, spiele ich dahin, was macht der Gegner? Und es ist nicht nur einfach Ball nach vorne schlagen und einfach loslaufen. Und ja, das war sozusagen der erste Eindruck der FIFA 18 Demo. Ganz wichtig, das ist die Demo. Wir wissen nicht, was davon noch alles verändert wird bis zum Release der Vollversion. Ich bin ehrlich gesagt ganz zufrieden, auch wenn wir dieses Spiel hier noch verloren haben, 3-2 in den letzten Minuten. Also was da los war mit meiner Mannschaft, weiß ich auch nicht. Da müssen wir uns auf jeden Fall nochmal zusammensetzen. Das geht ja gar nicht. Und bin aber guter Dinge, dass es
weitergeht und vor allem besser wird. Zur Info, was für eine Stufe das war. Der Gegner war auf Weltklasse, also nicht die höchste Stufe. Die höchste ist, glaube ich, Legende, aber auch voreingestellt ist Halbprofi. Ich habe jetzt einfach mal Weltklasse zum Testen genommen. Wie man gesehen hat, in der ersten Halbzeit kam ich ganz gut zurecht damit. In der zweiten Halbzeit, wo ich dann natürlich auch anfing, Sachen zu testen, die Übersteiger, Berberspin etc., hat das natürlich meinen Spielfluss gestört. Dadurch kam es vielleicht zur Niederlage, wie auch immer. Bin trotzdem zufrieden mit dem Spiel. Und das war mein Eindruck. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Es wird wahrscheinlich, wenn ihr Bock drauf habt, noch ein Gameplay kommen, wo ich gegen den Marit zock. Der hat sich natürlich auch direkt die FIFA 18 Demo geholt. Und wir sind schon gespannt, wer von uns beiden da besser sein wird. Das wird auf jeden Fall eine heikle Sache. Und vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.